Hallo und herzlich willkommen bei den Zweckperten. Ich bin Laura und heute möchte ich euch den neuen Avoba Starfix vorstellen. Und zwar ist Avoba eine Marke, die wir ganz neu bei uns im Sortiment haben. Aus einem einfachen Grund. Wir sind ziemlich begeistert, weil die Kindersitze in Deutschland hergestellt werden. Und zwar auch die meisten Teile wirklich aus einem geringen Umkreis der Fabrik in Süddeutschland kommen. Also wirklich deutscher Ursprung, deutsches Design und auch hier zusammengebaut. Das ist ja gerade in einer Zeit, in der man immer mehr auf Nachhaltigkeit achtet, gerade für die eigenen Kinder auch sehr wichtig. Wir wissen auch, dass Made in Germany heißt gleichbleibende Qualität, weil viele Qualitätskontrollen, das ist ja auch was bei Sicherheitsprodukten durchaus interessant ist. Der Starfix von Avoba ist ein Kindersitz ab ungefähr 3,5-4 Jahren, zugelassen von 100 bis 150 cm. Das heißt, er passt normalerweise bis zum Ende der Kindersitzpflicht mit 150 cm oder 12 Jahren, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Der Kindersitz ist recht einfach gehalten, dafür ist er auch nicht so sehr teuer. Ihr kriegt also für einen ganz guten Preis einen Kindersitz, der solide ist, der gut gemacht ist, der für das Kind bequem ist und der auch sicher ist. Er ist zugelassen nach der R129, also der neuen Norm. Und wir haben hier noch den zusätzlichen Seitenaufprallschutz, iZip wird das genannt. Und zwar ohne, dass wir groß was dran basteln müssen. Bei vielen Kindersitzen sind ja dicke Protektoren dran. Das führt oft zu Problemen, wenn daneben noch ein Erwachsener oder sitzen möchte oder ein Kindersitz stehen soll. Das Problem habe ich hier nicht so, weil der Kindersitz nicht so sehr breit ist und vor allem nicht so was Ausladendes hier dran hat. Dann kann ich den Kindersitz natürlich einfach verstellen. Für die Kleinen geht er ganz klein. Und dann habe ich viele Stufen, bis ich irgendwann hier bei der höchsten Stufe ankomme. Ihr seht hier schon die Gurtführung. Hier wird einfach der Dreipunktgurt durchgefädelt. Das klickt hier zu. Der Gurt kann also nicht wieder rausrutschen. Ich mache den Gurt da einmal rein. Und wenn sich das Kind dann anschnallt, muss ich darauf achten, dass Beckengurt und der Teil, der auch hier nach oben laufen, beide unter diesem Hörnchen langlaufen und dann ist das Kind schon richtig gesichert. Das geht also relativ simpel. Natürlich habe ich auch hier die Möglichkeit, den Sitz mit Isofix im Auto zu befestigen. Wenn ich möchte, dass er bei Leerfahrten auch sicher ist, das muss ich nicht machen. Wenn es mal schnell gehen soll und das Kind darin angeschnallt ist, dann kann ich das auch ohne Isofix machen. Dann muss ich aber darauf achten, wenn das Kind nicht mehr drin sitzt, dass ich den Sitz sichere. Ohne Isofix passt er also überall hin. Hier neben habe ich die Isofix-Konnektoren, die ich hier einfach nach hinten ausfahre und dann einfach einklicken kann. Dann ist der Sitz sicher fixiert. Wie gesagt, muss ich nicht machen. Die Lehne ist hier beweglich, das heißt, sie passt sich immer an meinen Autositz an und legt sich schön an. Das Kind hat also auch eine schöne Sitzposition. Genau. Ich kann den Sitz dann wieder ranschieben, wenn es jetzt so ist, dass bei mir hier sehr viel Platz ist. Ne? Das ist in jedem Auto ein bisschen unterschiedlich. Und so ist der Sitz dann schön und sicher eingebaut. Hier ist noch eine schöne Polsterung drin, dass das Kind auch gut sitzt. Ne, der Sitz ist rundum wirklich ganz schön gepolstert. Ja. Also wir denken, dass das eine gute Alternative ist für Eltern, die nachhaltigkeitsbewusst einkaufen wollen. Die sagen, ich möchte einen sicheren Sitz und ich möchte, dass er möglichst wenig Emissionen verursacht hat. Dann seid ihr mit dem Avoba Starfix auf jeden Fall gut bedient. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach in unsere Ladengeschäfte, schreibt uns eine E-Mail an beratung@zweckperten.de, ruft uns an, schaut einfach im Shop nach. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.